Ob Gemüse oder Fleisch, vom Grill schmeckt es fast immer besser. Als Brennstoff wird dazu klassisch Holzkohle benutzt. Aber es gibt Alternativen und die haben oft sogar bessere Brennwerte und sind umweltfreundlicher. Wir testen Olivenkernbriketts, Kohle aus Kokosnussschalen und einen Brennstoff aus einem namibischen Busch. Grillprofi Martin Bechstein arbeitet in Deutschlands größtem Grillstore in Kassel. Er gibt uns die drei Alternativen zur herkömmlichen Kohle mit. Und für einen Grilltest braucht man Griller. Schlafen können wir noch, wenn wir einmal tot sind. Schlafen. Steffen, Heilo, Alex und Heiko haben eine gemeinsame Band und lieben außer Musik auch Barbecue. Die vier Freunde testen für uns den Kohleersatz. Wir starten unseren Test mit der Kohle aus dem namibischen Eindringerbusch. Um die kümmert sich Frontmann Alex. Und nur 10 Minuten, nachdem der Sänger die Kohle angefeuert hat, ist sie auch schon heiß und Alex kann loslegen. Guck dir das an. Wie auf dem Weihnachtsmarkt. Die Schädlingspflanze aus Namibia ist besonders hart und wird deswegen auch sehr heiß. Außerdem kostet das Kilo nur 1,78 Euro. Im Vergleich, herkömmliche günstige Holzkohle kostet pro Kilo zwischen 1,50 Euro und 2,20 Euro. Der Eindringerbusch ist also teilweise sogar preiswerter. Grillprofi Martin Bechstein ist Fan von dem Ersatzstoff aus Namibia. Der Eindringerbusch, das ist eine invasive Art und der überwuchert die Savannen und die Gräser, die dort wachsen, und er muss entfernt werden. Und so macht man was Gutes, man renaturiert und verdrängt diese invasive Art wieder und daraus wird dann Holzkohle gewonnen. Problem bei der Kohle, so schnell wie sie heiß ist, so schnell ist sie auch durch. Nach einer Viertelstunde gibt der Grill kaum noch Hitze ab. Alex Fazit? Ja, ich fand auf jeden Fall ziemlich cool, dass die relativ schnell heiß wurde und auch voll Power gegeben hat. Ich denke, wenn man da mehr nimmt, kann man da gut was mit abgrillen. Jetzt ist Gitarrist Heiko mit der Olivenkernkohle dran. Die Briketts aus Olivenkernen werben mit einer besonders geringen Rauchentwicklung bei langanhaltender Hitze. Außerdem sind sie besonders umweltschonend, weil die Kerne Restprodukte aus der Olivenölproduktion sind. Dafür haben sie aber einen Nachteil im Vergleich zu den anderen Kohlealternativen. Das Kilo ist mit 3,20 Euro ganz schön teuer. Heiß ist die Kohle nach 15 Minuten. Aber so richtig will das Grillen der Wurst nicht funktionieren. Die sehen hervorragend aus. Da passiert doch gar nichts, oder? Das sieht ja aus wie Brühwurst. Langsam fange ich an zu zweifeln. Heiko muss das Rost niedriger legen, um die Wurst überhaupt fertig zu bekommen. Der Musiker ist enttäuscht. Zu Anfang war die ganz gut. Die ist schnell angegangen, hat aber am Ende echt nachgelassen. Die war ziemlich schnell durch, sehr bröckelig und hatte kaum noch Hitze. Also die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Ganz ehrlich. Wie sieht es jetzt mit den Briketts aus Kokosnussschalen aus? Die haben am längsten gebraucht, bis sie heiß waren. Volle 20 Minuten. Aber ich würde behaupten, wenn wir jetzt alle grillen, dann könnt ihr beide schön für euch alleine grillen und wir grillen für eine ganze Familie mit, weil die Kohle bleibt halt an. Und der Eindruck stimmt auch. Die Kokosnuss ist zwar mit 3,37 Euro pro Kilo das teuerste Produkt in unserem Test, dafür wird sie aber mit über 800 Grad besonders heiß. Und sie brennt auch doppelt so lang wie die anderen Kohlen. Die ist in der Mitte noch schwarz. Und trotzdem sieht das hier schon alles richtig gut aus. Ja, wir haben halt vor allem die dicksten Brocken. Also guck mal, die Kohle sieht sowieso schon aus, als würde die auseinanderfallen. Die Kohle ist eh gleich aus, unsere Kohle sieht noch stabil aus. Wichtig ist aber beim Grillen natürlich das Ergebnis. Und das ist die gute Nachricht. Fertig werden alle Würste. Ich würde sagen, bei mir kann angerichtet werden. Die vier Freunde haben trotzdem einen eindeutigen Gewinner. In der Nachbetrachtung, wir haben ja danach noch ein bisschen weiter gegrillt, konnten wir mit der Kokoskohle immer noch weiter grillen. Die Namibia-Kohle, das ging auch noch eine Zeit lang mit der Olivenkohle, ganz ehrlich. Die Würstchen waren sowieso schon von vornherein nicht ganz durch. So ist es. Trotzdem, alle drei Produkte funktionieren. Alle sind aus umweltschonenden Rohstoffen, weil sie aus Abfallprodukten und aus Schädlingspflanzen gemacht sind. Allerdings weniger gut sind die weiten Transportwege. Denn keine der Kohlen kommt aus Deutschland. Für die, die beim Grillen noch mehr auf die Umwelt achten wollen, hat Grillprofi Martin Bechstein einen Tipp. Also allgemein bei Grillkohle sollten wir schon natürlich auf Zertifikate achten ein bisschen. Zum Beispiel das FSC-Zertifikat, dass keine Braunkohle, das heißt fossile Brennstoffe drin sind, sollte man darauf achten. Und wie gesagt, die Stückigkeit, also nicht so viel Staub oder Kleinteile im Karton. 250.000 Tonnen Grillkohle verbrennen die Deutschen übrigens jedes Jahr. Und vielleicht landet ja in Zukunft auf dem einen oder anderen heimischen Grill Kohle aus Kernen, Nussschalen oder dem Eindringerbusch.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.